neun Vergeltung, zwei Kanalratten huschen lachend durch die Gänge. Aller Gestank ist vergessen. Ihre Mission war ein voller Erfolg. Wie ein Lauffeuer wird sich die Nachricht verbreiten. Auch ohne TV. Irgendeiner wird die Witzparade schon gefilmt haben. Am Ausstiegspunkt ist alles ruhig. Sie schieben den Container zurück, steigen aus und verschließen den Stahldeckel. Sie umarmen sich und schlendern zu zweit zurück zu Snolzaners Wohnung. Irgendwann dazwischen entsorgt Svenno seinen Rucksack im Restmüll. Dort, daheim, werden die Diplomaten schon auf sie warten, und dann geht's für einen von beiden, den stolzen Svenno Galaktik, wieder zurück zum Trivi. Was freut er sich darauf, das alles Hindler und dem ganzen Rest des Ur zu erzählen? Es gibt Konstanten. Die folgende ist eine des einen Freudes André Leid. Rebellkof kocht. Ein Krisenstab wurde eingerichtet. Direkt hier, in Tremonda auf Trümer. Der junge Mann in ihm schreit wie wild durch die Gegend alle Bilder. Auswerten. Rottweil, zu mir. Pflichtbewusst kommt eine graue Maus mit orangen Sommersprossen angesprungen, kein Wort zur Presse. Veranstaltung wurde ordnungsgemäß zu Ende geführt. Eventuelles Bildmaterial im Web sofort sperren. Bei Zuwiderhandlung alle verhaften. In Demutshaltung antwortet Helga: Jawohl, Herr Generalmajor. Ich informiere sofort alle Stellen. Rebellkow sucht den Chef der Geheimpolizei, ihr Geheimdienstler. Alle Bilder sichten. Alle Kameras, Aufzeichnungen der öffentlichen Plätze, Fabriken, Verkehrsbetriebe und so weiter führt sie hier zusammen. Ich persönlich will das alles sehen. Wir brauchen jedes Auge. Rebellkows Erscheinung, komplett orange, hat auch Vorzüge, er ist unübersehbar. Bald trudeln die ersten Bilder ein. Sie werden vor Rebellkow an die Wand geworfen. Alles ruhig. Keine Vorkommnisse. Wie immer auf Trümer. Dies kann ein Vorteil sein. Helga gesellt sich zurück in die Gegenwart ihres Chefs. Alles erledigt, trauen sie ihm zu. Dann sehen sie sich gemeinsam die Bilderflut vor ihnen an. Ein Ausreißer, ein verdächtiges Ereignis. Es muss sich doch was finden lassen, hier auf dem friedlichen Mond der Ruba. Wer ist für diesen feigen Anschlag verantwortlich? Bilder über Bilder. Aber kein Hinweis. Seit 15 Minuten starren sie auf die Leinwand. Rebellkow senkt den Kopf, vergräbt ihn in seinen orangenen Händen. Plötzlich, unerwartet, ein schriller Aufschrei. Stopp! Zurück! Kreischt Helga Rottweil aufgelöst. Da, das war's. Mit zittriger Hand zeigt sie auf dem Bildschirm. Da. Seht ihr das? Tatsächlich, die unscharfen Bilder einer alten Leinenfabrik zeigen kurzfristig zwei Gestalten in der Morgendämmerung. Schnell sind sie hinter einem Müllcontainer verschwunden. Doch Helga hat genug gesehen. Mit fester Stimme hallt es in die Stille der Versammlung: Das ist doch das Schwein von Westerburg. Rebellkow betrachtet zuerst den verwackelten Svenno auf der Screenfonne, dann wendet er seinen Blick langsam auf das Gesicht seiner treuen Assistentin. Absolute Klarheit ist darin zu lesen. Wieder einmal hat sie sich bewährt. Er zückt seinen Komm und blinzelt sich zur Exaha-Applikation. Er klickt auf Termination. Danach spricht er in die Stille des Raums mit fester Stimme: Prinz Henlei zu Westerburg.